hier sind wir wieder. Willkommen zurück. Wir sind jetzt hier auf dieser Hey Valley, keine Ahnung, Show, Dingsbums da, Wissenschaftler und sowas. Und hier steht DeLorean mit unserem neuen Doc. Unserem Doc von dem veränderten Gegenwart. Eigentlich Original-Doc nie, das ist irgendwie ein veränderter Doc. Aber es ist Doc. Okay, schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Oder sollen wir mal mit Doc mal reden? Was hatte sie zu sagen? Edna? Oh, ich hab noch nicht mit ihr gesprochen. Worauf wartest du noch? Wir müssen die beiden auseinanderbringen. Wenn ihr sich drüber freut, machen wir das mal, ne? Ich will hier durch. Yeah. Buchstabieren? B-R-O-B-N. Nicht gerade ein seltener Name. Er ist trotzdem nicht auf der Liste. Tut mir leid. Ach zum... Lassen Sie es mich noch einmal versuchen. Das hier ist die Hill Valley Expo, richtig? Die erste. Allerdings. Und der Zweck unserer Messe ist, neueste Technologien zu zeigen. Richtig. Und Hill Valleys Ruf als fortschrittliche Stadt zu verbessern und zu stärken. Und trotzdem wollen Sie den Schöpfer dieser großartigen Erfindung einfach davon ausschließen. Ich will es gar nicht, aber... Oh je... Mr. Crockett, Sie tauchen immer in den seltsamsten Momenten auf. Was tun Sie hier? Das stimmt. Okay, klappt ja wunderbar. Ich muss... Was es auch ist, ich hoffe nur, Sie haben nichts mit Mr. Dickschädel hier zu tun. Anscheinend ist es seine einzige Aufgabe, Leuten bei ihren Angelegenheiten im Weg zu stehen. Unter uns. Es ist ein Wunder, dass es die Tenen Gang mit ihm als Buchhalter so weit gebracht hat. Haben Sie Emmett gesehen? Ja, gerade eben auf dem Rathausplatz. Dann haben Sie von seinem großen Durchbruch gehört, dem mentalen Affinitätsmesser. Ist das nicht aufregend? Wenn man bedenkt, dass ihm seine Bedeutung nicht bewusst war, bis ich sie ihm klargemacht habe. Ich kenne niemanden wie ihn. Er erkennt sein Potenzial einfach nicht. Darüber wollte ich mit Ihnen reden, über Emmett und sein Potenzial. Komisch. Zuerst habe ich es selbst nicht erkannt. Ich dachte sogar, ich kann ihn nicht ausstehen. Ja. Oh je. Das wird schwierig. Wissen Sie, so ein Bauchgefühl ist wichtig, wenn das Ihr erster Eindruck von ihm war. Oh, aber ich kannte ihn damals noch gar nicht. Jetzt kenne ich ihn wie mich selbst. Ja, aber... Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, Mr. Crockett, aber ich komme schon allein zurecht. Ich weiß, was für mich das A und O bei einem Mann ist, und Emmett ist buchstäblich perfekt. Er heißt Emmett Brown, reimt sich auf Clown, wofür ich Sie langsam halte. Sicher nur eine einfache Verwechslung. Daran habe ich keinen Zweifel. Ach je. Hey, Artie. Officer. Officer? Ach ja, Tarnung nicht auffliegen lassen. Würden Sie sich bitte auf die wichtigen Dinge konzentrieren? Kann jetzt nicht reden. Ach je. Oh, kennen wir doch. Hey, Entschuldigung. Ja? Wann öffnet die Expo? Erst heute Abend. Jeder, der hier nicht offiziell zu tun hat, verlässt bitte das Gelände. Hast du hier offiziell zu tun? Ja. Dann steh den Arbeitern nicht im Weg. Du kommst mir bekannt vor. Kennen wir uns? Mm-mm. Das ist der aus dem Bar, wo ich angeblich deine Frau angeguckt habe. Also ihr. So, gibt's denn nichts Neues?
Hilfe. Mann, oh Mann, oh Mann. Also? Ich habe mit ihr gesprochen. Und? Sie sagt, sie weiß, was sie will. Und das sind Sie. Aber ich kann es nicht sein. Konnte es nicht. Wir gehören nicht zusammen. Mir müssen Sie das nicht sagen. Finde heraus, was sie bei Männern mag. Ich bin mir fast sicher, dass ich ihre Ansprüche nicht erfülle. Oh, mein Rechner pustet. Mann, es ist heute so warm, ey. Furchtbar. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon alles von Edna erfahren habe. Emmett ist also der Richtige. Ein Mann, wie Sie ihn sich wünschen. Ja. Was genau wünschen Sie sich denn? Sie wären ein guter Journalist, Mr. Crockett, wissen Sie das? Da wäre zuerst sein Erscheinungsbild. Emmett ist vielleicht kein Clark Gable, aber er ist überraschend reinlich. Ich habe ihm für die Expo den weißen Anzug meines Großvaters gegeben. Sie sollten ihn darin sehen. Er strahlt förmlich. Sieht gut im Anzug aus, verstehe. Und er ist mir völlig treu. Das ist wichtig. Ich habe keine Zeit und kein Verständnis für Schürzenjäger. Treu wie ein Hund. Okay. Drittens und am allerwichtigsten. Ja? Sein Verstand natürlich. Er ist brillant und rechtschaffen durch und durch. Sein eigener mentaler Affinitätsmesser zeigt es. Er ist ein Musterbürger. Toller Verstand, verstehe. Und wenn sich herausstellen sollte, dass Sie sich in einer dieser Eigenschaften geirrt haben. Was geht Sie das an? Ich bin nur neugierig, versuche die Frauen zu verstehen. Sie sollten eins wissen, ich bin kein ängstliches Mädchen, das bei dem ersten Anzeichen von Problemen davonläuft. Ich habe viel in Emmett investiert. Kein Geld, aber ich habe all meine Hoffnungen auf ihn gesetzt. Ich müsste schon schwer enttäuscht sein, um mich von Emmett zu trennen. Verstanden? Aha. Also, Herr Nachwuchsjournalist, noch Fragen? Ich kann mir Emmett nur schwer als Womanizer vorstellen. Womanizer? Einer, auf den die Mädchen fliegen. Fliegen? Jemand, der... Sie wissen schon. Also ein Frauenschwarm? Ja. Ich schätze, das ist Geschmackssache, aber mit Pomade in den Haaren und herausgeputzt im weißen Anzug meines Großvaters strahlt Emmett geradezu. Mein Herz schlägt höher, wenn ich nur an ihn denke. Sie meinen zwar, Emmett ist ein Musterbürger, doch Sie kennen ihn nicht so gut wie ich. Wussten Sie, dass er ein paar Libyer um Plutonium betrogen hat? Plutonium? Was sollten Libyer mit Plutonium anfangen? Sicher hatte er dafür einen guten Grund. Emmets mentaler Affinitätsmesser zeigt eindeutig, dass sein Verstand völlig rechtschaffend ist. Oh je. Aber das Zeug hat er eh noch nicht geklaut. Einmal hat Emmett einen Zug entführt, um eines seiner Experimente durchzuführen. Ich bitte Sie, in Hill Valley hat es seit Mad Dog Tannens Zeiten keinen Eisenbahnraub gegeben. Ja, die machen wir doch. Emmett hat zu seiner Zeit viele zwielichtige Dinge getan. Mein Vizerektor sagte, ich solle mich von ihm fernhalten. Ihr Vizerektor klingt wie ein Dummkopf. Das ist doch der Bruder von ihr, oder? Der Bruder war das doch, gell? Sie sagen, Emmett hat nur Augen für Sie? Absolut. Es ist beinahe befremdlich, wie hingebungsvoll er ist. Ach ja, gut zu hören, dass er endlich beständig wird. Ja, beständig wird? Ja, dass er nicht mehr von Blüte zu Blüte fliegt. Von Blüte zu... Sie machen Witze. Irgendwie tun sie mir alle leid. Wer? Emmets andere Mädchen, jetzt da in festen Händen ist. Bitte. Ich glaube, mittlerweile kenne ich ihn. Es gibt keine anderen Mädchen. 2 Monate? Wie soll man da jemanden kennenlernen? Ich frage mich, was aus Emmets kleinem schwarzen Buch wird. Kleines schwarzes Buch? Oh, es ist legendär. Damit konnte Emmett der, Valentino der Hill Valley High werden. Mann, ich frage mich, ob er es vielleicht mir gibt. Sie müssen mich für sehr leichtgläubig halten, Mr. Crockett. Ja. Was ist eigentlich dieser mentale Affinitätsmesser? Oh,
Wow, er ist eine absolut revolutionäre Erfindung. Er misst die Affinitäten einer Person, was sie anzieht, was sie abstößt, solche Dinge. Interessant, und das funktioniert wirklich? Natürlich, wozu sollte man etwas erfinden, das nicht funktioniert? Auf jeden Fall funktioniert es gut genug für meine Zwecke. Für ihre Zwecke. Ihre Zwecke. Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen. Oh, Trixie. Hey, Artie. Hast du meinen Kranz gesehen? Meinst du den hier? Ja, danke. Sie kommt und geht, wie sie will. Und ich muss warten. Großartig. Diese Tussi. Ich heiße all jene willkommen, die diese geheiligten Hallen betreten. Ich heiße all jene willkommen, die diese geheiligten Hallen betreten. Ich heiße all jene... Oh, hey Kleiner, sag mal, bist du nicht der Kerl, der... Sie gegen Kit Tennen aufgebracht hat? Ja. Du siehst ohne Bart viel jünger aus. Das war wirklich ein schmutziger Trick, mir einzureden. Kit hätte Artie kalt gemacht. Tut mir leid. Das war die einzige Möglichkeit... Ach, vergiss es. Das versuche ich zumindest. Vorbei ist vorbei. Das ist mein Motto. Einfach für den Moment leben. Genau. Also, was machst du hier? Wollen Sie die Hebel bedienen, die die Zukunft steuern? Machen wir. Auf der Expo, Dummerchen. Technik für eine bessere Zukunft und das alles. Oh, ja, deshalb bin ich hier. Also, wen sollen Sie darstellen? Hast du in der Schule nicht aufgepasst? Ich bin Techne, die Muse des Fortschritts. Zu erkennen an den Blitzen. Da war ich wohl gerade Kreide holen. Ich soll sowas wie eine Göttin sein. Ich inspiriere all die großen Männer zu ihren Entdeckungen. Und auch Frauen. Wir wollen Marie Curie nicht vergessen. Niemals. Sie arbeiten also für die Expo? Ja, ist das nicht klasse? Ich begrüße alle wichtigen Gäste. Und am letzten Tag werde ich dem Sieger die goldene Sonnenuhr verleihen. Techne, die Muse des Fortschritts. Kein schlechter Job. Artie hat ihn mir besorgt. Der erste Schritt zur anständigen Frau. Hören Sie, ich habe einen Vorschlag. Ich habe da diesen Freund. Vergiss es. Ich bin mit Artie zusammen. Nein, das meinte ich nicht. Mein Freund ist in einer Beziehung. Mit Edna Strickland. Armer Trottel. Das wünsche ich niemandem. Dann verstehen Sie, worauf ich hinaus will. Er lässt sich nicht zur Vernunft bringen, aber vielleicht macht sie Schluss, wenn sie denkt, sie beide... Ah, du bist ja echt hinterhältig, Kleiner. Manchmal bleiben einem nur noch miese Tricks. Was meinen Sie? Tut mir leid. Edna ist zwar eine Nervensäge, aber wenn ich jeder Frau, die mich nicht mag, böse Streiche spiele, dann würde ich viele Streiche spielen. Außerdem ist das unter der Würde von Techne, der Muse des Fortschritts. Wer weiß, wer weiß. Aber mein Freund Emmett braucht unbedingt Hilfe. Er geht mit Edna Strickland aus? Ja, der braucht wirklich dringend Hilfe. Sie sollen ihn nicht verführen. Tun Sie nur, als hätten Sie was mit ihm. Das wird Sie irre machen. Das würde es wohl. Und? Mm-mm. Das würde ich keinem anderen Mädchen antun. Außer ich bin stinksauer auf Sie. Das könnte meinem Ruf als Muse schaden. Dann arbeitet Artie auch für die Expo, hm? Oh, Artie macht sich großartig. Die Zeitungen haben eine große Sache aus seiner Aussage gegen Kit gemacht. Seitdem rennen ihm die Leute die Tür ein. Die Expo hat echt Glück, dass er hier arbeitet. Was macht Artie? Oh, er ist ein hohes Tier bei der Expo. Er ist zuständig für das ganze Geld und fürs Personalmanagement. Nicht schlecht. Wem sagst du das? Und auch super anständig. Er ist wirklich froh, einen Boss zu haben, der keine Waffe auf ihn richtet. Oh ja. Schön zu hören, dass es Ihnen und Artie gut geht. Uns geht es mehr als gut. Und wenn die Dinge so weiterlaufen, werden wir ganz schnell mehr als nur Freunde sein. Ach, machen Sie nur nicht zu schnell ernst. Ach was, noch ist alles ganz unverbindlich. Gut, Grandma wird das zu schätzen wissen. Ja, die Quenma und Artie, die müssen ja noch zusammenkommen.
Das hat ein Marty ein Problemchen. Wie läuft Kids Verfahren? Langsam. Wie sagt man so schön? Die Mühlen der Justiz mahlen langsam, aber gründlich. Außer in Hill Valley. Da mahlen sie gar nicht. Was? Nichts. Nur etwas, das ich einmal gehört habe. Sie bereuen nicht, sich gegen ihn gewendet zu haben? Kein bisschen. Ich hätte es besser wissen sollen, als ich mich mit ihm eingelassen habe. Aber ich war dumm. Ich bin auf seinen Charme reingefallen. Charme? Was für ein Charme? Hat er Charme? Wer hatte die Idee für eine Wissenschafts- und Technologiemesse in Hill Valley? Keine Ahnung. Artie meint, das sind nur Brot und Spiele. Aber ich habe noch keinen Krümel gesehen. Hm. Okay. Bis bald, Trixie. Aus dieser Kammer der Wunder sagen wir Ihnen Lebewohl. Okay. Wieder da, Mr. Crockett. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe nachgedacht. Nachgedacht? Das sind immer die gleichen Fragen, ne? Ich weiß über Trixie Trotter Bescheid. Ja? Anscheinend wurde sie zu einer Art Expo-Königin gemacht. Techne, die Muse des Fortschritts. Das ist nicht wahr. Nun ja, Hill Valley sollte durch die Expo einen Ruf bekommen. Ich wusste nicht, dass es so gemeint war. Was haben Sie gegen Trixie? Es geht ums Prinzip. Wie kann unsere Stadt nur von so einer Frau repräsentiert werden? Das nehme ich nicht hin. Als verantwortungsvolle Bürgerin fordere ich, dass Sie diese Muse entlassen. Trixie? Was ist mit ihr? Sie ist wohl kaum für einen ehrenvollen Platz bei einem öffentlichen Ereignis geeignet. Hören Sie, Lady. Sie passt in das Kostüm. Sie ist Amerikanerin. Und sie hat es sogar geschafft, ihren Text zu lernen. Also, was wollen Sie mehr? Oh, diese Leute sind unmöglich. Ich mag die Frau nicht, überhaupt nicht. Die mag ich nicht, ganz und gar nicht. Sie wollen, dass man Trixie feuert? Man darf nicht zulassen, dass solche Frauen in der Gesellschaft zu Respektspersonen werden. Das ist ein schlechtes Zeichen für die Zukunft. Wirklich? Aber erzählen Sie das mal diesem armen Trottel. Sie hat ihm völlig den Kopf verdreht. Das ist ihre Taktik. Ach ja? Aber ich könnte für ihre Entlassung sorgen, wenn ich etwas gegen sie in der Hand hätte. Zweifellos hat so eine Frau viele Skandale zu verbergen. Ich würde sie aufdecken, wäre ich noch Reporterin. Aber ich habe keine Zeit. Ich bin mit Emmett und unserer, seiner Erfindung beschäftigt. Sie würden also nicht zögern, Trixie Trotter feuern zu lassen? Wenn ich etwas gegen sie in der Hand hätte. Offensichtlich hat sie ihren Arbeitgeber völlig durcheinander gebracht. Man müsste ihm schon etwas Schockierendes zeigen, um ihm die Augen zu öffnen. Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen. Was ist mit Ihnen? Haben Sie irgendwelche Fragen? Nein. Dann lassen Sie mich bitte durch. Das kann ich leider nicht. Bis ich Ihr Anmeldeformular finde. Das ist doch lächerlich! Ich hab gerade gesehen, da steht die. Der Typ da. Genau. Kennen wir doch auch. Nicht so schick wie mein Wagen im Jahr 1986. Herrje, ich hoffe, ich habe 86 noch einen Wagen. Hey, Kumpel. Na toll. Der wieder. Witzig, das wollte ich auch gerade sagen. Solltest du nicht mit dem Rest von Kids Gang im Knast sein? War ich, aber dann ergab sich eine Gelegenheit und ich hab... gesungen wie ein Kanarienvogel. Ich nenne es einen bewundernswerten Sinn für Selbsterhaltung gezeigt. Genau. Ey, der hat grüne Zähne. Ist das ein Bug? Keine Ahnung. Spielst du später noch Klavier für Trixie? Nein. Warum nicht? Weil die kleine Sauberfrau heutzutage zu anständig ist, um sich mit Q-Ball abzugeben. Du scheinst sauer auf Trixie zu sein. Sauer? Trixie und ich kennen uns schon ewig. Ich weiß Sachen von ihr, die nicht mal Kid weiß. Sachen, bei denen es dir die Schuhe auszieht.
Ach ja? Oh ja. Und wie sie jetzt hier herumstolziert und so tut, als ob sie was Besseres wäre, das, naja, das stinkt mir halt, weißt du? Hm. Also, was ist denn so peinlich an Trixies Vergangenheit? Klar, das werde ich dir erzählen. Ach, komm schon. Nein. Pass auf, dann erzähle ich dir erst was Peinliches über mich. Zum Beispiel? Also, das hat doch jede Mutter doch schon mal, oder? Meine Mutter hat sich sogar unter Alkoholeinfluss an mich rangemacht. Autsch! Okay, Kleiner, du hast gewonnen. Das war ziemlich peinlich. Fast so peinlich wie das hier. Ist das Trixie? Yep. Hat nicht gerade viel an. Kein Scherz. Vor ein paar Jahren war sie auf einigen dieser künstlerischen Postkarten. Hab einen ganzen Stoß davon. Kann ich eine haben? Ich weiß nicht. Du hast damit doch nichts Schlechtes vor, oder? Ich verspreche, es ist für das Allgemeinwohl. Gut. Okay. Krimis, dann wieder nett. Und dann wieder Krimis guckt er dann immer. Was Neues von Kit gehört? Wir reden gerade nicht miteinander. Liegt wohl an unseren unterschiedlichen Inhaftierungsgraden. Ja, wahrscheinlich. Was für ein Zeug musst du denn hier so schleppen? Kein Schimmer. Elektro dies, Robo das, Dynamo was auch immer. Ich verstehe nur Bahnhof. Was für ein Zeug musst du denn hier so schleppen? Kein Schimmer. Kennen wir schon. Oh, hier, guck mal, ist doch kein Bug, ne? Was ist denn mit deinen Zähnen? Meine Zähne? Ja, sie sind grün. Ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Echt jetzt? Was ist mit deinen Zähnen los? Nichts. Gar nichts. Ich... Ach, Mist. Was ist los? Es sind diese... Dr. Fringles Eigenkuchen? Eine Kiste voll ist vom Laster gefallen, den ich entladen habe. Und ich kann nicht aufhören, sie zu essen. Konnte ja nicht ahnen, dass die meine Zähne grün färben. Na, bei Algen hätt's wohl klingeln sollen. Verpetz mich nicht bei Artie, okay? Ich brauch den Job, echt. Kein Ding, aber ich behalte die Kuchen wohl besser. Klar, Kumpel. Ja, okay. Locker bleiben. Du redest komisches Zeug. Ja. Zeitbewusst. Auch nicht diese Zeit. Ich heiße all jene willkommen, die diese geheiligten Hallen. Was gibt's Neues? Ideen. Hier oben. Hatten wir schon, ne? Bis bald, Trixie. Komm mal wieder vorbei. Kann man ihr das mal zeigen hier? Da hat Trixie aber echt ein schönes Geweih. Das würde Edna aber ganz sicher nicht gut heißen. Ah, okay. Nettes Geweih. Geil. Gut, dass die sich nie durchgesetzt haben. Vielleicht sollten Sie sich das mal ansehen. Warum in aller Welt sollte ich mir... Wow, was haben wir denn hier? Oh, Sir, Mr. McFly! Es scheint, Ihre Muse hat mehr inspiriert als nur den Fortschritt. Trixie? Oh nein, nein, nein. Was tun Sie mit einer schmuddeligen Postkarte? Was tut sie auf einer schmuddeligen Postkarte? Ich schwöre, Mr. McFly, wenn Sie das nicht überzeugt, dass Trixie Trotter ungeeignet ist, Hill Valley zu repräsentieren... Ich brauche keine Vorträge, wen ich einstellen kann und wen nicht, Miss Strickland. Trixie ist verdammt gut in dem, was sie tut. Mir ist egal, ob sie früher...
das wilde Weib aus Winnipeg war. Ihre Vergangenheit interessiert mich. Trixie? Was ist denn, Artie? Ich will ja nicht neugierig sein, aber in welchem Staat bist du aufgewachsen? In der Provinz Manitoba. Warum? Nicht einmal Amerikanerin! Nun ja, Darling, die Satzung besagt ausdrücklich, dass die Hostess der Expo Amerikanerin sein muss. Wenn du wirklich Kanadierin bist... Werde ich gefeuert? Du feuerst mich? Ich will es nicht. Hier, da hast du's wieder. Nun, ich bin froh, dass endlich jemand auf die Vernunft hört. Oh. Wir müssen reden. Oh. Einerseits ist er total traurig. Das ist ja so gemein. Mögen die sich jetzt noch? Hey, Artie. Kann jetzt nicht reden. Wieder da, Mr. Crockett. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe nachgedacht. Ist auch immer das Gleiche. Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen. Und ich nehme an, Sie sind... noch auf der Suche. Oh, ist das traurig. Trixie? Ich mache es. Diese Schnepfe wird vor Eifersucht platzen. Sehr gut. Ich habe schon alles geplant. Wenn Emmett auftaucht... Wir tun es auf meine Weise. Was? Improvisation ist nicht meine Stärke. Und ich werde keinen Text lernen. Aber ich habe einmal in diesem Stück gespielt. Das Hausmädchen in Not. Ich könnte eine Szene daraus vorführen. Okay. Dafür brauche ich aber noch ein paar Requisiten. Warum überrascht mich das nicht? Einige Pelze. Einen großen Diamanten. Er muss auch nicht echt sein. Das macht es leichter. Und etwas von deinem Freund, diesem Emmett. Hat er ein Fotoalbum? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Bring es mir einfach. Pelze, ein Diamant und Emmets Fotoalbum. Und dann? Lehn dich zurück und sieh die Fellfetzen fliegen. Juhu. Hi, Trixie. Oh, hey, Kleiner. Sag mal, wäre es nicht am einfachsten, wenn ich zu dieser Strickland-Tante gehe und ihr eine verpasse? Naja, es wäre zwar unterhaltsam, aber deswegen würde sie sich nicht von Emmett trennen. Ach ja, richtig. Hast du alle Requisiten, die ich wollte? Die Pelze, den Diamanten und das Fotoalbum? Nicht alle, aber ich arbeite daran. Gut, ich brenne darauf, dem feinen Fräulein eine Vorstellung zu geben. Ich hab doch gar nicht gedruckt. Naja, okay. Gehen wir mal zu Doc. Aber wir sollten ja eigentlich ein Labor irgendwie... Ah, gut, du bist wieder zurück. Erzähl mir alles. Sie sagt, sie mag ihre Rechtschaffenheit, dass sie gut in einem Anzug aussehen und dass sie ihr völlig treu sind. Verdammt, da hat sie mich eiskalt erwischt. Du musst es einfach schaffen, ihre Meinung zu ändern. Ich bin hier, wenn du Hilfe brauchst. Brauchst du Hilfe? Die ist so... nicht der Doc, wo wir kennen. Ah, ich will den alten Doc wieder. Haben Sie rausgefunden, was mit der Zeitleitung nicht stimmt? Bin mir nicht sicher. Möglich. Scheinbar ist es ein einfaches Verkabelungsproblem. Aber zur Sicherheit prüfe ich es noch einmal. Die Grundausstattung scheint zu funktionieren. Könnte ich mir vielleicht den DeLorean ausleihen? Ich will Ihr jüngeres Ich im Labor besuchen. Also, ich weiß nicht. Die Zeitleitung... Ich fahre auch keine 140, versprochen. Trotzdem, ich möchte ihn nicht aus den Augen lassen, wenn er so unberechenbar ist. Weißt du was? Ich mache eine Probefahrt. Eine Minute in die Vergangenheit. Besteht er den Test? Kannst du ihn nehmen? Es hat geklappt. Oder nicht? Nein, offenbar war die Zeitabweichung diesmal noch größer. Ich bin vor 6 Stunden angekommen. Oh, schade. Ich wollte nicht riskieren, deine bisherige Arbeit zunichte zu machen und habe mich versteckt gehalten. Doch die Zeitverzögerung war nicht umsonst. Ich war im Haushaltswarenladen und habe Teile für einen chronometrischen Analysator gekauft. Ein was?
Ein Diagnosegerät. Sieh her, ich schließe es an die Zeitleitung an und starte einen Durchlauf. Wenn die grüne Leuchte angeht, sollte ich alle Daten haben, um den Umfang des Problems festzustellen. Hey, bringen Sie das Ausstellungsstück wieder zurück. Du musst dir wohl ein anderes Gefährt suchen, wenn du zum Labor kommen willst. Tja, da müssen wir was anderes suchen. Okay. Wir sind mit der Folge eh schon durch. Wir werden uns später wiedersehen. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao.